Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Mario Kart 8 Deluxe! Und zwar hat mich der Apple Zockt eingeladen, morgen mit ihm Mario Kart zu spielen, beziehungsweise sogar aufzunehmen. Online, ich habe noch nie online gespielt, Mario Kart, müsst ihr wissen, also zumindest nicht in diesem Random-Online-Modus. Deswegen habe ich mir gedacht, ich trainiere heute mal ein bisschen Mario Kart. Ich habe ja früher Speedruns dazu gemacht, das ist aber auch schon ewig her, bestimmt 3-4 Jahre. Ja, ich glaube wirklich. Bin immer noch auf Platz 50 auf speedrun.com. Könnt ihr gerne nachgucken. Bei 48 Tracks mit Computergegnern allerdings nur. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir spielen heute einfach mal. Also ich habe jetzt mir das gar nicht angeguckt. Heißt, ich werde garantiert die ersten Male failen. Ich nehme hier mein ganz normales Standard-Set mit dem goldenen Gleiter. Wow. Und wir spielen erstmal Mario Kart Station. Erstmal einfach nur, um reinzukommen. Wir fahren einfach mal dann gegen mein altes Dizzy, damit ich weiß, wie das geht. Wahrscheinlich werde ich jetzt mega failen, weil ich überhaupt gar nichts weiß. Ich glaube, mit A gibt man Gas und mit B bremst man. Wahrscheinlich werden die ersten Versuche jetzt richtig failen, aber ich wollte gerne, dass ihr dabei seid. So, lass mal gucken. Also, den komischen Start bekomme ich noch hin. Okay, ich weiß auch noch, wie man slidet. Und ich weiß, dass man hier so ein Dreier... Ja, okay, war aber schon mal gar nicht so schlecht. So ein Dreier-Speed machen kann. Dann immer schön natürlich... Okay, das war schon mal richtig behindert. Oh Gott, okay, ich komme gar nicht klar. Wie? Warte mal. Dizzy, fahr mir nicht weg! Warte, mit B bremst man und man kann auch... Genau, wenn man eine Trigger-Taste drückt, dann kann man jumpen. Okay, mehr muss man eigentlich gar nicht wissen in diesem Spiel, nicht wahr? Jetzt muss ich nur wissen, wie kann ich meine Pilze einsetzen, weil die wären ja eben richtig gut gewesen. Okay, der Boost war richtig schlecht, aber habe ich trotzdem hinbekommen. Ah, mit dem anderen Trigger. Okay, ich bin schneller wieder reingekommen, als ich dachte. Aber mein früheres Ich fliegt hier natürlich einfach durch die Map durch. Ich sehe den gar nicht mehr. Wo ist der denn? Soll ich schon den Dreierboost mitnehmen? Okay. Ja gut. Das sollte jetzt nur so eine kleine Einführungsrunde sein quasi. Ja, da hätte ich mich trotzdem durchboosten sollen, nicht wahr? Wäre wahrscheinlich schneller gewesen. 5 Sekunden ist er vor mir. Dizzy aus der Vergangenheit. Wie kannst du 5 Sekunden vor mir sein? Oh Gott. Ich glaube, ich weiß tatsächlich auch noch die ganzen Abkürzungen und sowas. Aber hier das eine gute Abkürzung? Weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich hier überhaupt boosten soll. Wahrscheinlich wirklich am Ende. Müssen wir mal gucken, auch mit diesen Abbremsen und so. Mal schauen. Eigentlich sollte man natürlich auch auf 10 Münzen irgendwie kommen, so schnell es geht, weil man dadurch ja schneller wird. Aber passt schon. Okay, für die Einführungsrunde war das in Ordnung. Ich war jetzt 6 Sekunden, glaube ich, langsamer. Ja. Ja, komm. Ich hätte gedacht, dass ich wirklich gar nichts hinbekomme, aber das ging ja wirklich unfassbar schnell. Ich habe ja sogar den Shortcut gleich am Anfang jedes Mal hinbekommen, so mehr oder weniger. Okay, ja, dann funktioniert das ja ganz gut. Dann würde ich sagen, probieren wir einfach mal tatsächlich erst... allererste Mal online aus. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, wie man überhaupt in den Online-Modus reinkommt. Ist das auch einfach? Ne, hier schon mal nicht. Im Einzelspiel. Ja, Spieler, aber ich bin ja keine 2 Personen. Also im Kopf vielleicht schon manchmal, aber nicht in echt. Online-Turnier? Aber Online-Turnier ist doch auch falsch, oder nicht? Und dann einfach global, oder was? Und dann spielt man mit allen Leuten aus der Welt? 1550, dann habe ich anscheinend doch schon mal gespielt, hä? Also ich habe mal Turniere gemacht, oder so... Oder Freunde und Mitspieler. Da habe ich mal gespielt mit anderen Leuten. Ich weiß nicht, ob man da auch Punkte bekommt. Kann natürlich sein, aber ich habe noch nie mit random Leuten gespielt. Also ich habe auf jeden Fall eine 1550er Wertung. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Guck mal, hier gibt es neue Sachen. Es gibt neue Charaktere. 4 Stück an der Zahl. Birdie und Mutanjaran, Pflanze. Wickler sieht auch witzig aus. Und Kamek. Stimmt, das ist auch noch eine Sache. Ich kenne die ganzen... Ja, dieser hat hier Link noch ein Ausrufezeichen. Hat er einen Tears of the Kingdom Skin bekommen? I don't know. Ich weiß wirklich gar nichts. Ich kenne die ganzen neuen Tracks nicht, das wollte ich sagen. Heißt, wenn irgendwie eine neue Map drankommt, dann bin ich mega am Schnissel. Wie viele waren das? 6 Wellen und 5 davon sind jetzt schon draußen? Das kann richtig witzig werden. Ist hier, Sydney Spritztour. Das ist doch schon mal eine neue. Ich kann übrigens mal mein Mii appreciaten, dass er keine Nase hat und einfach richtig witzig aussieht. Oh ja, 2000er Wertung, na klar, soy nacho. Dann würde ich mir auch mal das Erweiterungspaket kaufen. Ich glaube, so teuer ist das ja auch gar nicht. Ich glaube, so 25 Euro oder was das kostet. Kann man mal machen für so ganz viele neue Strecken. Obwohl die online natürlich sowieso alle for free sind. Also wieso sollte ich mir das dann kaufen? So, okay. Meine allererste Runde online. Das kann richtig was werden. Ja, da war ich einmal kurz erster und werde natürlich sofort abgeballert von den soy nacho. Ja, und dann bin ich sofort 10. So läuft das also online, ja? Das ist ja richtig nice. Okay, was kann ich denn so für Tipps geben? Man sollte natürlich sein Boost immer aufladen. Boah, das ist gar nicht 200 CCM, ne? Das ist ja richtig lame. Ich kann doch nur in 200 CCM fahren. Oh, das fühlt sich richtig langsam an. Ist das 150 CCM oder 100 vielleicht sogar nur? Stand das irgendwo? I don't know. Man sollte auf jeden Fall so schnell es... Das ist wirklich richtig langsam. So schnell es geht auf 10 Münzen kommen, weil jede Münze bringt einen irgendwie mehr. Und wenn man 10 Münzen hat, dann...
ist das wie das Äquivalent zu 6, irgendwas Prozent, die man schneller ist, als wenn man gar keine Münzen hätte. Und selbst wenn man noch 10 Münzen hat, das weiß vielleicht auch nicht jeder, sollte man trotzdem noch Münzen einsammeln, weil mit jeder Münze, die man dann einsammelt, wird man einmal ganz kurz schneller. Also die Münze ist auch so ein Mini-Boost, tatsächlich, sagte er und nimmt halt überhaupt gar keine Münzen mit. Ich krieg voll die schlechten Items. Ich schieße mal zurück. Ja, Störpuhu. Wo ist denn eigentlich Soinatsu? Der war doch so gut. Dafür, dass er so gut... Oh, ich werde garantiert getroffen, war so klar. Dafür, dass der so eine hohe Punktzahl hat, ist der gar nicht so weit vorne. Aber vielleicht wartet er auch einfach bis auf die letzte Runde. Und dann gibt er richtig Gas. Yo, guck, das machen Computergegner nämlich nicht. Die sind nicht so assig und fahren nicht mit dem Stern um. Blödis, ey. Okay, warum habe ich das eigentlich die online gespielt? Ich weiß, dass ich auf der Wii habe ich richtig häufig und richtig lange das Mario Kart auf der Wii gespielt. Das war richtig krass, da war ich auch richtig süchtig. Da habe ich mich in den Vorraum von unserem Haus gesetzt und wenn dann Besuch kam, dann haben sie mich da Mario Kart spielen gesehen. Ja, ja, so ein Kind war ich. Scheiße, jetzt werde ich hier Zehnter oder so. Das hole ich doch nie mehr auf. Ja, Sternchen und... Oh, okay, das ist mega gut. Ich glaube, damit kann ich ein paar Plätze gut machen. Come on. Wie lange hält das? Sollte aber lang genug halten, ne? Werde ich Dritter? Ja, let's go! 16 Punkte, okay. Guck mal, ich kann hier mit den 2000er mithalten. War ein bisschen Glück am Ende, aber das ist ja Mario Kart, nicht wahr? Aber das hat ja schon mal Spaß gemacht. Ha, guck mal, wie alle die Mario-Abfahrt spielen wollen. Nice. Die ist aber auch cool. Oh, und es wird trotzdem nicht die Mario-Abfahrt. Oh, es wird eine ganz neue Strecke schon wieder. Und da unten steht es jetzt 100 CCM nur. Das ist ja Schneckentempo. Muss ich erst besser werden mit meiner Punktzahl, dass ich dann 200 CCM fahren darf? Oder hätte man das irgendwo einstellen können? Wie läuft das denn eigentlich? Ich kann jetzt jederzeit aus diesem Online-Modus rausgehen, ne? Das sind jetzt nicht 4 Rennen, die ich machen muss oder so. Sondern ich kann jederzeit rein und raus. Wie ich lustig bin, I guess. Okay, jetzt muss ich mich natürlich ein bisschen konzentrieren, weil ich die Strecke überhaupt gar nicht kenne. Aber was ist so langsam alles? Unfassbar! Aber sieht ganz cool aus. Ist das Amsterdam? Wirkt ein bisschen so wie Amsterdam, wegen diesen ganzen... Toll. Mühlen und auch wie das hier alles aussieht. Oder ein bisschen wie Lüneburg. Wenn ihr Lüneburg kennt. Lüneburg sieht auch so ein bisschen so aus. Zumindest auf der ländlichen Seite, war klar. Menno, Jesus. Was soll das? Wieso mag mich Jesus nicht? Nur weil ich aus der Religion ausgetreten bin, oder was? Ich kann doch trotzdem gemocht werden, bitte von Jesus. Bitte, Jesus, bitte mag mich doch. Boah. Ja! Bombe, war klar. Boah, wie riesig einfach die Bordsteine hier sind. Das ist ja unfassbar. Der Yoshi trifft mich garantiert. Nee, okay, nice, danke. Naja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Ich war gestern seit Ewigkeiten auch mal wieder Inline-Skater fahren, weil ich den Thrill brauchte und den Boost meines Lebens. Ja. Und ich hatte da, genauso wie hier, gar keinen Plan, wie man, oh mein Gott, wie man bremst. Das heißt, ich war schon schnell so auf den Geraden, aber wenn es irgendwie mal bergab ging, habe ich mich überhaupt nicht getraut. Und ich wohne ja auch auf einem Berg. Und als ich dann wieder zurückkam, habe ich tatsächlich auch die Inliner ausgezogen und bin dann den Berg, auf den ich hier wohne, jetzt mit Socken runtergegangen, weil ich mich das nicht getraut habe, mit den Inlinern hier runter zu kullern. Ja, ja. Aber ich habe mich nicht hingemault und hat Spaß gemacht. Allerdings habe ich mir meine ganzen Beine zerstört. Also es ist so ein Fußknöchelzerstörer, wenn du Inlineskater fährst. Das ist unfassbar. Ein Geisti. Jetzt wissen sie gar nicht, wer sie überholt. Ja, das heißt, ich habe mir meine Knöchel mega kaputt gemacht. Tut auch mega weh. Ich habe auch Muskelkater überall in den Beinen. Also hatte ich irgendwie in Erinnerung, dass das nicht so anstrengend war. Sind diese Tour-Maps, by the way, Maps, die immer weitergehen? Weil das sind hier jetzt hier keine Runden, aber wir sind schon in der dritten Runde. Also die sind so... Die gehen einfach immer weiter, nicht wahr? Wieso bin ich denn eigentlich nur Sechster? Das ist ja ein bisschen belastend jetzt. Ich werde garantiert noch einmal getroffen. Oh, warte, hier geht's links rum? What the fuck? Oh Mann, der Boost ist so langsam. Bei 100 CCM. Platz 6 bringt auch noch Punkte. Naja, 9. Guck mal. Ist doch in Ordnung. Strecke Nummer 3. Paris Parcours. Oder so. Ja, guck mal, da ist der... Wie heißt der Bogen? Der... Bogen? Bildung! Hat er die sie nicht? Es ist irgendein Bogen. Der ist ganz berühmt. Aber ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Ich kenne nur Eiffelturm aus Paris. Langt ja wohl auch. So, aber warum habe ich das denn eben erzählt mit den Inlineskatern, dass hier alles kaputt ist? Vielleicht wissen das einige. Ich nehme ja immer im Stehen auf, weil ich dann freier sprechen kann. Keine Ahnung, dann schlafe ich nicht direkt im Stuhl ein. Weil ich immer wie so ein Schrimp in meinem Stuhl sitze. Und dann einfach... Hä?
Leute, der ist einfach abgebogen. Und dann einfach einpenne, wenn ich in meinem Stuhl sitze. Deswegen nehme ich in meinem Stehen auf. Und Stehen ist halt ein bisschen... Ich habe meine Banane rausgeholt, du Blödkopf, aber in Ordnung. Ja, treffe ich gleich nochmal. Ist vollkommen in Ordnung. Komme ich doch mit klar, solange Soy Nacho nicht so weit vorne ist. Ja, das heißt, ich kann jetzt gar nicht so lange stehen, weil es einfach mega weh tut. Obwohl ich... Oh, an sich... Ich fahre schon am Rand und er trifft mich trotzdem. An sich Muskelkater mag, weil dann weiß man, man hat was getan. Und wenn man was getan hat, ist man doch gut dabei. Bei... Ich hätte nicht gedacht, dass ich da hochkomme, weil einfach der Bordschein ja so fucking hoch ist. Ist das bei allen Tourmaps so, dass die... Hi, ich habe auch einen... dass die Bordsteine so ewig hoch sind? Das ist ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Wieso habe ich eigentlich keine Münzen, keine einzige? Und wieso bin ich eigentlich nicht Erster? Sonst kenne ich das immer nur Erster zu sein in diesem Spiel. Aber heute nicht. Gucken, wie das morgen abläuft. Ich weiß doch gar nicht, wie lange er aufnehmen will und so. Aber wir ballern wir alle weg. Komm du, Yoshi! Komm her! Ja! Drei Stück gekriegt! Das ist auch gar nicht so schlecht. Oh mein Gott, wieso geht das denn hier links weiter? Aber das ist mal eine Tour-Map, die anscheinend wirklich Runden hat. Das ist ja auch interessant. So viele neue Sachen. Ich habe eigentlich seinen grünen Panzer getroffen und er wird trotzdem getroffen. Nee, warte, die Maps verändert sich trotzdem immer wieder, ne? Ich glaube, eben sind wir nicht rechts abgebogen. Interesting. Auch interesting, dass man einfach auf dem 6. Platz einen Stern bekommt. Ich glaube, hier wäre ich sogar schneller gewesen, wenn ich nicht die Rampe genutzt hätte. Denn meines Wissens, wenn das noch von damals stimmt... Ist es so, in der Luft ist man langsamer als auf dem Boden. Kann aber sein, dass das auch nur so ist bei 200 CCM. Und wir spielen ja nun mal gerade 100 CCM, deswegen kein Plan. Bitte triff mich nicht. Gott, der will mich aber treffen. Ich seh's doch schon wieder. Siehst doch kommen. Trifft der Blaue noch? Ja, ja, Isabel sollte noch einmal getroffen werden. Nice, du, ich habe noch eine kleine Pissnäcke. Oh, als ob die alle so krass gut sind. Kommt rein hier! 200 CCM und ich mach euch alle fertig. Ohne Witz. Werd einfach in der Mitte durch. Jo, richtig schlecht. Ich krieg wahrscheinlich nicht mal Punkte. Neunter? Oh, das kenne ich nicht. Neunter sein in Mario Kart. Null Punkte. Okay, also man muss mindestens Neunter werden, damit man keine Minus bekommt. Wahrscheinlich kommt das auch noch darauf an, was für Gegner so sonst da drin sind, ne? Ich muss da nochmal gucken, ob man das irgendwie einstellen kann mit 200 CCM. Aber so fürs kleine Reinkommen mit Mario Kart... Ist das, glaube ich, ganz okay? Und ich glaube, ich habe sowieso noch nie Mario Kart auf meinen Kanal gebracht. Deswegen ist das ganz toll, oder? Könnt ihr mal sagen, wie ihr das fandet und ob ich das häufiger machen soll. Einfach mal online spielen. Morgen nehme ich ja, wie gesagt, auf jeden Fall mit dem Apple auf. Mal gucken, wie das wird. Und wenn mir Mario Kart wieder richtig durch Spaß macht, dann hole ich mir garantiert auch das Erweiterungspaket. Dann können wir da auch mal in einige Sachen reingucken. Ja, ja, ja. Dann auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Ich hatte ja Spaß. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.